Horstel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview. Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Schorten. Ja, vielen Dank. Herr Horstel, der Präsident der EU-Kommission Juncker und der deutsche Bundesfinanzminister Schäuble und einige Tage zuvor Bundeskanzlerin Merkel haben davor gewarnt, den Flüchtlingen die EU-Grenzen zu schließen. Das löste unterschiedliches Echo innerhalb der EU-Länder aus. Ich bitte Sie, uns zu erklären und zu sagen, wie die gegenwärtigen Standpunkte diesbezüglich sind. Ja, lieber Herr Scharocki, das ist eine Warnung, die ich als Erpressung verstanden habe. Und das will ich Ihnen gern erläutern. Wir haben ja eben jetzt heute, während wir miteinander sprechen, immer noch die Situation, dass täglich 3.000 bis 4.000, Zuwanderer nach Deutschland kommen. Das sind ja keine Flüchtlinge mehr. Geflohen sind sie aus Syrien zum Beispiel nach Libanon und in die Türkei. Da waren sie Flüchtlinge. Ab da sind sie Wirtschaftsmigranten. Das sind Menschen, die suchen einfach bessere Lebensverhältnisse. Und um es klar zu sagen, das ist ihr Recht und macht sie auf keinen Fall zu schlechten Menschen. Das wäre ja grotesk. Ja? Also das ist ihr gutes Recht, dass sie auch versuchen, nach Deutschland zu kommen. Aber wir sollten bitte die Begriffe sauber trennen. Das sind dann keine Flüchtlinge mehr, es sind Wirtschaftsmigranten. Und wir haben diesen ungeheuerlichen und von Deutschland nicht mehr verkraftbaren Zuwandererzustrom, von dem ein Teil eben Terroristen und Hochkriminelle sind. Ja. Aus Tunesien wurde das sogar offiziell bestätigt, dass man Hochkriminellen Angebote gemacht hat, sofort das Land zu verlassen und dann würden sie aus dem Gefängnis freikommen. Das ist die Situation. Und nun haben sich diese drei von Ihnen genannten Politiker hingestellt und haben gesagt, wenn wir jetzt die Grenzen schließen, dann ist aber der Schengen-Raum kaputt sozusagen, dieser Zusammenhalt gefährdet, dann brauchen die Warenverkehrsströme ja so viel Zeit an den Grenzsperren, dass unser ganzes System zusammenbricht und der Euro zusammenbricht. Und das ist eine interessante Schlussfolgerung und die kann ich gern auch einmal kurz beleuchten, denn sie trifft nicht zu. Nicht? Da wird mit verblombten Lastwagen gefahren, das sind die Dinge, die zum Beispiel bei VW Zwickau-Mosel in diesem VW-Werk, da kenne ich mich aus, da war ich selbst, für VW in Sachsen habe ich gearbeitet, als Messemoderator, habe den Betrieb dabei kennenlernen dürfen. Die haben eine Karenzzeit von 2 Minuten. Also 2 Minuten dürfen LKWs mit Teilen für das Fertigungsband zu spät kommen. Das kann das System verkraften. Wenn es mehr wird, wird es problematisch. Und wenn es viel mehr wird, wenn es eine Viertelstunde wird, wenn es eine Stunde wird, dann kann auch das Band mal stehen bleiben. Und das sind Dinge, die sind eben ganz heftig für uns. Aber das kann man natürlich in den Logistikprozess einpreisen sozusagen. Man kann das hineinrechnen. Man kann wissen, dass die Lastwagen eben einige wenige Stunden früher losfahren müssen mit ihrer Ladung, um noch pünktlich in diesem VW-Werk und natürlich in den ganzen anderen Werken mit anderen Ladungen in Deutschland, wir sind ein hochkompliziertes, hochindustrielles Land, rechtzeitig noch ankommen können. Das ist einfach dummes Zeug, dann den Euro-Niedergang deswegen zu prognostizieren. Der Euro ist ohnehin eine kaputte Währung, weil sie nicht funktioniert und so war sie auch nicht gedacht. Wir haben uns über dieses Betrugsmodell des globalen Finanzkartells ja schon unterhalten. Und nun an dieser Stelle solche Dinge aufzustellen, ist einfach Angstmache und ein Teil der Bevölkerung reagiert darauf ganz eindeutig. Die sagen einfach, wunderbar, da werden wir ja sowohl den Einwandererzustrom, den wir nicht verkraften können, als auch den ungeliebten Euro los. Tolle Sache. Das ist natürlich eine Minderheit, die so entschieden reagiert, aber das ist die Tatsache. Herr Horstel, aber was will man erreichen, wenn man die EU-Grenzen schließt? Man will versuchen, tatsächlich die Lage zu stabilisieren auf dem schlechten Niveau.